Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together, Gartic-Frauen mit der lieben Siragomari, Dragomir und Shesuma. Hallo. Hi. Wir versuchen jetzt mal 5 Züge statt 4 und hoffen, dass da der Letzte nochmal dann auf das Bild reagieren kann, was zuletzt gezeichnet wurde. Ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich. Und ich bin gespannt und habe Angst. Fertig. Es tut mir leid. Jetzt kommt Demogorgon frisst Goku auf, ha? Bestimmt. Verdammt, ich wollte was zum Trinken mit hochnehmen, habe ich vergessen. Egal. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Wasser irgendwo hier. Ich habe es ganz traurig zu sagen. Ich muss mein Nutella-Brötchen, also Fake Nutella, ohne Butter essen. Oh no! Wir haben keine Butter mehr. Aber mir fällt gerade ein, ganz hinten im Kühlschrank. Das ist Sanella. Ja und? Das ist Backmargarine. Das ist zum Braten und Backen. Sanella. Wurscht, kann man auch drauf schmieren. Ach du Scheiße. Uff. Was? Ja, schön. Oh, ich kotze. Ich auch. Zum Glück weiß ich, wie der Typ aussieht. Ja. Dann weiß ich, was du hast. Ich hasse dich. Warum? Ich sag mal so, ich bin auch froh, dass ich weiß, wie dieser Typ aussieht. Nur so nebenbei bemerkt. Okay, dann wird's jetzt schwierig. Genau. Aufgesprudeltes Wasser. Nochmal also genau. Ein Glück habe ich genug Zeit. Ach, das ist so fürchterlich. Das ist zu groß. Kobo jetzt nicht, ich bin konzentriert. Ja, natürlich. Armes Köfchen. Das mit Maus malen.
Okay. Das hört sich komisch an. Entschuldigung. Das nicht. Sieht aus wie was ganz anderes. Okay, das ist jetzt nur, dass ich auch noch vom Brot aufstoßen muss. Wie hast du das gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber ich muss als Aufstoßen vom Brot. Oh. Ich hab's gehört, Knobs. Ja. Sehr voll. Ich möchte ranzoomen. Ich auch. Ich auch. Ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Ich möchte was anderes malen. Ich muss mal Google befragen hier. Entschuldigung. Das ist ein sehr langer Arm, Entschuldigung. Mit dem auszuzeichnen ist wirklich nicht einfach. Mm-mm. Sieht so Panne aus. Mhm. Oh je. Hatte ich. Ich nicht. Ich habe das Bedürfnis, da was zuzuschreiben, wer es nicht ist. Das ist. Nee. Nicht Edward. Ich bin nicht Edward. Ich könnte. Du hast noch reichlich Zeit. Ja, ich merke es gerade. Da könnte man noch was einfügen.
Volka wieder ranzoomen. Durch die Zeichnung kriege ich Hunger. Kopieren kann man nichts, ne? Nee. Und ich schreibe, egal, ich habe keinen Bock mehr. Ich esse mein Brot jetzt. So. Oder warte, ich könnte noch was versuchen. Ich habe versucht, was zu schreiben. Problem ist, so klein kann ich nicht schreiben. Ohne Witz, ich lasse es jetzt einfach so. Ich auch. Das wird nichts mehr. Ach komm, ey, das funktioniert. Ah, ich glaube, ich sehe den Grund. Warte, da ist noch was. Ich bin so gespannt, wer meins hat. Jetzt. Ich muss noch was dazu malen. Sonst denkt man wirklich, dass es der andere ist. Falls um Dante oder Virgil geht, Dante hat rote Jacke, Virgil hat blaue. Ach was. Hab ich nicht. Okay. Leider. Leider. Okay, die ist das. Nein. Mhm. So, ich glaube, besser kriege ich das auch nicht mehr hin. Ja, also es tut mir leid bei meiner Zeichnung für die linke Figur. Gut, ich denke, ich lasse das so. Was zum Teufel? Ach, jetzt mal. Fertig. Ich bin sprachlos. Wird er noch so geschrieben? Scheiße. Ich darf nicht mit dem anderen verwechseln. Ja, ich denke mal. Ich bin auch fertig. Ich glaube, ich hätte auch sagen können, ich darf ihn nicht mit dem anderen verwechseln. Das ist irgendwie ganz gruselig. Ich bin echt gespannt, was bei was dann ist. Ja, ich auch. Ich habe mein Handy zu googeln, nicht in der Nähe, ob was so geschrieben wird. Ob die Person so geschrieben wird. Oh nein.
Was zum Geier? Oh. Wie soll ich... Hä? Warum? Weil? Warum? Aber ganz ehrlich. Das sieht doch schiede aus. Ich habe keine Ahnung, ob das der richtige ist. Ich denke aber mal schon. Na. Ja. Das sieht so dumm aus. Oh Gott. Mhm. Denke ich mir aber auch. Wisst ihr, was mich stört? Hm? Was? Wenn man etwas einfärbt, dass da immer so ein hässlicher weißer Rand bleibt. Ja. Man kann was einfärben? Ja. Ja, mit diesem Eimer. Hm. Danke. Bitte. Voll gerne. Wie könnte man das am besten malen? Das gefällt mir absolut nicht. Gott, wieder. Ah! Entschuldigung. Ja, genau so macht man das. Es tut mir jetzt schon leid. Mir auch. Mir nicht. Warum man mir das gegeben hat, mir tut's nicht leid.
Ich denke mal, mehr kann ich. Mehr kann ich. Mehr kann ich mit meinen derzeitigen Zeichenkünsten nicht hervorbringen. Ja, es ist doch leck mich doch am Zügerli. Aber es ist erstaunlich, wie viel man mit ein paar komischen Kreisen hinkriegt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Da kann ich zustimmen. Ich nutze die Kreise gerne. Oh Gott, wie kacke. Ja, das freue ich mich auch. Ja, so schon mal nicht. Sicher? Hm, doch. Da schon. Ist auf meiner Zeichnung. Immer wieder einer fertig. Fertig? Ja, sorry. Ich denke, besser kriege ich das nicht hin. Ja, auch nicht. Jedenfalls nicht hier. Dauert bei mir noch einen Moment. Ich beeile mich ja schon. Okay, der Satz kam von Dragomir, definitiv. Wow, ist das hier. Meins auch, ich bin verliebt. Warte, aber wird vergessen. Heulen! Schönheit. Und ich könnte immer noch kotzen. Ich glaube, das gibt Albträume heute Nacht. Oh ja. Okay, machen die nicht. So. Ich bin fertig, ich habe keine Lust mehr. Ja. Das ist aber unfair. Also eigentlich dürfte ich das Bild jetzt nicht bewerten. Ja, jetzt habe ich auch meins, aber ich schreibe jetzt einfach, was ich sehe.
Ja, ich mache das Gleiche. Keine Ahnung, wer das darstellen soll. Ich bin fertig. Und ich glaube, ich habe das vom Dragomir bekommen. Was ist das? Bin so gespannt. Oh. Also ich weiß, dass den zweiten Satz, den ich bekommen habe, der war definitiv von Dragomir. Das Bild, was ich bekommen habe, ist definitiv ist wahrscheinlich. Ich kann mich auch täuschen von Dragomir. Oh. Könnte auch Sira sein. So. Oh Gott. Ich bin mal gespannt. Ich auch. So, dann starten wir mal mit meinem Bild, meinem Satz. Salome versucht erfolglos, ein Bild aufzuhängen. Oh nein. Daraufhin die gute Salome. Oh. Das sollen die Fischernägel sein da unten. Mein Satz ist leider ein bisschen zu ja, das erklärt den zusammengequetscht, weil es hat nicht gepasst. Sie versucht weinend ihr Einhorn an die Betonwand zu tun. What? Ich habe auf mein eigenes Bild gerade reagiert und habe keine Ahnung mehr gehabt, was das sein sollte. Das ist so kurz, du kannst halt so einen langen Satz gar nicht schreiben. Chrissy versucht ihr Einhorn an die Betonwand zu tun. Was? Ich weiß noch nicht mal, das ist mein blaues Auge. Guck mal, was Cheso war darauf. Ich konnte nicht mal Hämmern schreiben, nicht mal Bild schreiben. Ich habe zum Glück in letzter Sekunde noch erkannt, dass das womöglich ein Einhorn darstellen soll. Salome schiebt heulend ein Einhorn gegen die Wand. Das wurde aus meinem Salome versucht erfolglos ein Bild aufzuhängen. Interessant. Ah, schön. Oh, so, dann nächste. Oh Gott, das ist von Salome. Sira schaut einen Mettigel verliebt an. Ja, oh, nein. Ach, das kam von dir, okay. Ja. Oh, von Jesu. Oh. Oh je, ich gucke weg. Das, was ich gesehen habe, Sira freut sich über Mettigel. Ich habe extra die Augen. Ja, in den Augen habe ich die Herzchen gemalt. Ja, pass mal auf. Und? Immerhin. Ich glaube, ich habe zusätzlich auch noch was getrunken. Ja. Oh Gott, ist das gut. Ist das gut. Ja, mein Kommentar dazu noch, ne? Sie haben in den Mad Eagle Messer, der sie liebt. Wow. Aua. Oh Gott. Oh, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. So. Das ist gut, ja. Das nächste. Herrlich. Das ist super, ja. Das nächste kommt von Jesu. Alucard träumt von Brokkoli. Warum hast du mich denn? Weil der aussieht wie Ozzy Osbourne. Ja. Ich habe doch. Ich sag mal so. Ich sehe da keinen Unterschied. Ja, eben. Da ist nicht viel Unterschied. Nee. Aber ich habe das Bild dann ehrlich beschrieben, ja? Also. So, und die gute Salome. Alucard träumt von Brokkoli und sabbert. Ja. Und die gute Sira musste das leider googeln, weil sie Alucard nicht kannte. Was? Du kennst Alucard nicht? Oh Gott. Und das kam bei raus. Wie, du kennst den nicht? Ich kenne es nicht. Ich kenne den Anime, Anime auch nicht. Helsing. Ja. Helsing, genau. Ja, ich weiß. Habe ich nie gesehen. Ah, okay. Oh, ich war auch nicht komplett. Ich kenne auch nur Alucard von verschiedenen Bildern her, eigentlich ganz ehrlich. Ich kenne den alten und den neuen. Ja, da gibt's zwei. Also du kriegst einmal von Castlevania einen kriegen und du kannst den von Helsing kriegen. Warum? Oh, und daraufhin dann Schäduba. So. Alucard träumt aber von Brokkoli, während die Sonne lacht. Ja. Super. Ach, liegt ja in der Kette. Immerhin ist es bei Alucard geblieben und nicht zu Ozzy Osbourne geworden. Ja, ich habe Alucard eigentlich ziemlich gut erkannt. Das, ja, wie gesagt, ich habe den Namen gegoogelt, das war das Erste, das kam. Ja, zum Glück hast du nicht das Foto gesehen. Ich wollte erst Alucard schreiben.
Hast aber Glück gehabt, du hättest auch den von Castlevania erwischen können. Ich glaube, der war auch mit dabei. Aber ich dachte mir dann, okay, ich glaube, der andere von diesem Anime, wo mir der Name erst entfallen war, glaube ich, war er gemeint. Deswegen habe ich den genommen. Ja, wie gesagt, ich wollte erst Dalukat schreiben statt Alucard. Ich glaube, dann wäre die Verwirrung komplett gewesen. Ist das nicht ein YouTuber? Ja, das war nämlich auch so mein erster Gedanke. So, der? Oh Gott, da muss ich auch googeln, wie er aussieht. Dann habe ich erstmal gesehen, oh, da fehlt das D. Ja, der mit DH, glaube ich, der schreibt es sich. Ja. Ja. Gut, und von Dragomir. Pennywise bedient den McDrive nur für Mario und Luigi. Ich hasse dich. Ich sag mal so, es kam was davon noch rüber. Oh, wie cool sieht der denn aus? Oh. So süß. L plus M only. Ja, also ich habe das ein bisschen anders interpretiert. Oh, geil. Ja, das kam mir hinterher dann auch so, oh, ich glaube, das kann man auch anders verstehen. Ich hoffe, man versteht es richtig. So. Luigi und Mario erhalten ihre Bestellung von Meckes Dribbeln. Drive-In. Da ist Dribbeln. Ich habe den nicht vergessen. Da ist es ist ein großes abhanden gekommen. Ja, Pennywise habe ich da nicht erkannt. Naja, für mich war ja normale Verkäuferin, mein Gott. Ja, klar, normale Verkäuferin. Ja, was denn? Also, wenn man da ab und zu reingeht, ne? Das stimmt auch wieder. Meine Befürchtung war eher, dass man ihn mit Ronald McDonald verwechselt. Ja. Weil das hätte halt auch gepasst von Farbe und Gesicht her und so. Er hat gelb an. Der hat doch rote Haare, Clowns Gesicht, hallo. Ja, er hat gelb rot an. Gestreifte Klamotten an. Ja, gut, stimmt. Und der hat gut, und die gute Salome. Oh. Das war alles. Das ist süß. Da es ja von mir kam, habe ich einfach nur geschrieben, was ich gesehen habe. Ja. Luigi und Mario haben persönlichen Meckes-Button. Ja, schade, dass Pennywise abhanden gekommen ist. Das ist schade. Ja, habe ich absolut nicht erkannt. Also, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das sah für mich aus wie eine ganz normale Drive-In-Mitarbeiterin. Da hätte Pennywise noch einen Kinderarm im Mund haben müssen. Einen roten Luftballon, das hätte es gekillt. Ja, roten Luftballon hätte es gekillt. Sie hat es verkackt. Ja, ich habe es verkackt. Sofort Pennywise gehabt beim roten Luftballon. Nee, sorry, selbst das hätte ich nicht erkannt. Was? Oh, Mano. Okay, du hast es gar nicht so gesehen, ne? Ich finde den Film so grottenlangweilig, dass ich ihn einfach wieder verdrängt habe. Aber ich muss gestehen, ich fand den auch langweilig. Der Film ist scheiße, aber Pennywise kennt man ja trotzdem. Also egal, ob es jetzt der alte oder der neue ist, es ist einfach nur langweilig. Der neue ist ja noch schlimmer als der alte. Also im langweiligen Sinne. Und im schlechten Sinne. Alleine schon bei dem neuen, dass Pennywise einfach von Anfang an gruselig aussieht. Ja, fand ich total kacke. Das funktioniert nicht. Pennywise war im Original nicht von Anfang an der gruselige Clown, sondern ein normaler Clown. Und dieser neue, der sieht von Anfang an für mich irgendwie... Ja, der sieht von Anfang an gleich aus. Ja, das ist doof. Einfach nur doof. So, das war mal wieder eine Runde. Gartic-Phone. Oh Mann, ey. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken und könnt genauso lachen wie wir. Ansonsten tut's uns leid. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Also tschüss. Tschüss.